Wir haben, wie Sie wissen, die Risiken durch kritische Komponenten der beiden Hersteller Huawei und ZTE in deutschen 5G-Mobilfunknetzen sehr genau geprüft. Wir haben jetzt eine klare und strikte Vereinbarung mit den Telekommunikationsunternehmen getroffen. Im Kernnetz dürfen die kritischen Komponenten spätestens Ende 2026 nicht mehr eingesetzt werden. Im Zugangs- und Transportnetz müssen die kritischen Managementsysteme spätestens Ende 2029 ersetzt werden. Wir müssen Sicherheitsrisiken verringern und anders als in der Vergangenheit einseitige Abhängigkeiten vermeiden. Wir müssen unabhängiger und krisenfester werden. Die heutigen Bedrohungslagen unterstreichen die Bedeutung einer sicheren und resilienten Telekommunikationsinfrastruktur, gerade auch mit Blick auf Gefahren durch Sabotage und Spionage. Deshalb, meine Damen und Herren, handeln wir so entschieden.